Kann ich mir gut vorstellen bei meiner Kackbunigkeit hier. Aber ich krieg das hin, irgendwie. Die sind ja fast da. Nein, oh shit, da muss ich noch gar nicht abbiegen. Hier auch nicht. Ah. Nicht, dass hier sowas auf Zeit ist und sowas. Alter. Lässt du mich hochgehen hier, bitte? Danke. So. Jetzt hier durch. Wir müssen an der Gerät. Wie sieht's aus? Da ist noch blau. Dann... Also ich habe irgendwie so die Befürchtung, dass es sich halt verändern könnte von der Farbe her noch. So. Parkey. Verwenden. Müssen wir noch den dritten holen. Okay, das war Nummer 2. Jetzt kommt Pal Nummer 3. Also jetzt noch mal ein Stückchen mehr nach hinten. Yay. Yeah. Wie sieht denn der Dings jetzt aus? Der ist jetzt nach wie vor blau, okay. Och, komm schon. Stunden später. Einmal die Sokom wieder anlegen, weil besser ist. Man weiß ja nie. Auch die andere Karte hier einlegen. Also es scheint so, als würde es da ein bisschen größeren Zeitpuffer geben, was diese Farbveränderung angeht. Oder aber es tut sich nicht weiter verändern. So von selbst, weißt du? Wenn es einmal gefroren ist, dann bleibt es halt immer gefroren. Aus sozialen Gründen, die mir jetzt so nicht einfallen. Aber sowas ist möglich. Nun gut. Nur halt ein bisschen nervig, dass du halt wirklich so 300.000 Mal hin und her gehen musst. Aber nun gut. Ist halt so, ne? Ah ne, da ist ja die Leiter, da muss ich runter. Ah, ich dachte, ich wäre schon unten. Ja, langsam wird man hier so ein bisschen rammdüssig nach den ganzen Ebenen und möchte gern Cutscenes dazwischen, dass man die Leiter hoch und runter geht und yay. Überblick behalten ist da nicht. Aber nun gut. Wir schaffen das. Irgendwie. Hoffe ich. Kann sich ja nur um Stunden handeln. So, wir sind schon mal hier, das ist schon mal gut. Und dann wollte ich hier hinten nochmal gucken, weil wir waren da ja noch nicht. Hier sind nur 300.000 Gewehre. Für ein bisschen Munition. Ah! Für ein bisschen mehr Munition. Hier schon mal auf die Ration gehen, nur sicherheitshalber. Damit er es dann automatisch nimmt. Warte. Warum auch immer die mich jetzt hier nicht gekriegt haben, keine Ahnung. So, mal per Hand hochheilen. Und mal wieder speichern, sollte ich gleich auch mal. Denn man weiß ja nie, was einen hier so erwartet, ne? Deswegen... Einfach mal speichern. Gibt's was, Snake? Nee. Gibt's jetzt nichts. So. Ja, du mich auch. Ach, jetzt sind hier Soldaten drin, okay. Ist ja nett. Freut mich ja ungemein. Haben ja auch noch die Überreste weggeräumt. Sehr nett, sehr nett. Ah ja, jetzt haben wir hier wieder Fahrstuhl in Action. Da wollte ich auch vorher nochmal hier an den Seiten gucken.
dass wir uns hier mal so ein bisschen mit Munition bevorraten. Man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Eben auch nochmal gucken. Ration. Ist ja nicht so, als würde ich hier gerade mit den Dingern hier zugeschmissen werden, habe ich so das Gefühl. Oder aber es liegt halt daran, weil ich ja gefarmt hatte bei Sniper Wolf. Gut. Stunden später. Mit den langsamsten Aufzügen ever. Dann müssen wir diese langsamsten Aufzüge einfach auch noch gleich wieder runternehmen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mal vorsichtshalber hier was anlegen. Eine Farmers. Falls jetzt irgendwie einer meint, mich überraschen zu müssen oder sowas. Weil das erwarte ich irgendwie so hier, weil du hast hier wirklich eine Fahrstuhlsequenz, wo du dich halt bewegen kannst und so. Statt dass er das überspringen. Ich kann mir vorstellen, dass er halt irgendwann einer sagt, ja hier, ne, Edgy Badge. Und so. Och. Snake, wegen Naomi Hunter. Fragen Sie den Colonel. Er kümmert sich darum. Schalten Sie den Monitor aus. Okay, er ist aus. Niemand kann uns hören. Also los. Tut mir leid, aber der Colonel soll es nicht hören. Okay, was ist los? Ich habe einen guten Freund im Pentagon. Ja. Er erzählte mir davon. Sieht so aus, als ob der DIA unlängst eine neue Vernichtungswaffe entwickelt hätte. Eine Vernichtungswaffe? Snake, haben Sie jemals von Foxtyle gehört? Ja, vorhin. Nein. Warten Sie. Liquid und seine Leute haben es erwähnt. Ja. Es ist ein Virentyp, der spezifische Personen anpeilt. Ich kenne die genauen Details nicht, aber... Was wollen Sie sagen? Es ist zu ähnlich. Was denn? Die Todesursache. Starben der Armstack-Präsident und der DARPA-Chef, das heißt Decoy Octopus, nicht an angeblichem Herzversagen? Ja. Nun, anscheinend tötet Foxtyle seine Opfer durch Simulieren eines Herzinfarkts. Nein. Doch. Sie wollen sagen, dass Naomi dahinter steckt? Versuchen Sie sich zu erinnern. Hat Naomi Ihnen irgendwelche Spritzen gegeben? Die Nanomaschinen. Sie war dazu am besten platziert. Aber ich habe keine Ahnung, was ihre Motive waren. Weiß der Colonel davon? Ich weiß nicht. Aber er hat sie noch nicht verhört. Okay. Ich frage ihn selbst. Colonel, gibt es Neuigkeiten über Naomi? Ich habe sie eben verhaften lassen. Verhaften lassen? Sie sandte kodierte Meldungen an die Basis in Alaska. Ich kann es kaum glauben. Sie muss mit den Terroristen zusammenarbeiten. Sind Sie sicher? Ich fürchte ja. Sie wird gerade verhört. Wie wird sie verhört? Nun, ich würde Gewalt gerne vermeiden. Aber wir haben noch nicht mal Natrium Pentotal hier. Melden Sie sich, wenn Sie mehr wissen. Es ist also wahr. Naomi, ich glaube es nicht. Das heißt, das Foxtyle-Serum muss irgendwo hier sein. Hören Sie, ich muss mich um Wichtigeres kümmern. Snake, Sie könnten auch infiziert sein. Ich kann das nur dem Colonel überlassen. Dum, dum, da. Gut, also wir werden sterben, ja? Ist ja super. Freue mich drauf. Yay, sterben. Yay. Langsam, aber sicher geht der Fahrstuhl nach oben. Ach, so ein Riesenfahrstuhl. Och. Achso, das ist so ein Selbstschussgewehr, ne? Dachte schon, warum stirbt da ja nichts aus der Richtung? Das erklärt natürlich einiges. Ja, hier haben wir Fahrstuhl Nummer 2. Soll ja auch nie langweilig werden mit der Fahrstuhlfahrt, ne? Und dann ist halt die Frage, wo kriegen wir jetzt das Serum fürs Fox da her? Keine Ahnung. Ja, na gut. Vielleicht sollten wir ihn mal kontaktieren. Jetzt müssen wir den Schlüssel wärmen. Wo ist es heiß? Was ist mit Naomi? Tut mir leid.
Die Untersuchung läuft noch. Okay. Gut. Gehen wir mal zurück. Sind wir fast da. Glaube ich. Ja, sieht gut aus. Dann müssen wir jetzt halt für den ganzen Weg hier jetzt da durchgehen. Bis wir dann irgendwann da am Anfang ankommen. Ich weiß gar nicht, wo genau das war. Ach Mensch, wir sind schon da. Das ist ja super. Gut. Wenn ich den jetzt angucke, da ist halt... Okay. Ne, ist immer noch gelb. Muss vielleicht hier durchgehen, nach hinten hin. Ich weiß ja auch nicht. Nehmen hier nochmal so eine Ration, weil es kann. Los, komm. Geht da durch. Ja, viel näher jetzt hier an Dingens ran ist halt auch nicht. Müssen wir jetzt ernsthaft hier warten. Dann warten wir halt. Da müssen wir hier so ein bisschen hinterherlaufen. Ich habe keine Ahnung. Nur noch gelb. Ach komm schon. Ist doch nicht wahr. Wir müssen ja darauf warten, dass es rot wird. Speichern hier nochmal ab. Was ist los, Snake? Ich will speichern, nach wie vor, so wie immer. Die Frage ist halt, ob sich das Ding jetzt abkühlt, während wir jetzt durch die Lagerhalle gehen und so wird. Ne? Bin ich ja nicht so scharf drauf. Muss ich ja gestehen. Gut. Was haben wir denn hier hinten noch? Nikita-Messe? Ne, brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Oh, da liegt auch noch was. Paar Granaten hier. Da hinten liegt eine Ration hier. Die brauche ich jetzt auch nicht. Jetzt ist rot. Okay. Dauert halt so ein bisschen. Muss ich halt jetzt nur zusehen, dass wir das halt auch dahin kriegen, ohne dass es sich verfärbt. Ne? Also schnell, schnell hier. Würde mich dann so ärgern, wenn es dann kurz vorher dann wieder Zimmertemperatur bekommt und sowas. Nee, muss nicht sein. Aber abwarten. Ich gucke lieber noch 30 Mal vorher hier sicherheitshalber nach. Nur um ganz sicher zu gehen. Was ist denn hier mit Leben? Ist fast voll, das ist gut. So, Fahrstuhl Nummer 1 ist schon mal fast durch. Dann noch den zweiten nehmen, dann durch die eiskalte Lagerhalle. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, voll ins Face. Au, voll in den Nacken. Und weiter im Text. Yay. Stunden später. Nervt er zum Glück gar nicht. Nein. Kommen die Raben wieder an? Meinen sie wären cool? Aber sie sind sie auch.